Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich mich heute mit der Verrechnung beschäftigen. Was ist das, Verrechnung? Das ist ein Thema, auf das ich eigentlich durch eine Frage in einem vorhergehenden Video gestoßen wurde. Und zwar hat zu dem Video Details, Produktionsplanung und Steuerung Lukas NR eine Frage gestellt. Und zwar hat er die Frage gestellt, wie ich eigentlich erkenne, um welche Art von Consumption es sich handelt. Ja, das ist der englische Begriff für die Verrechnung. Danke für die Frage. Die war der Auslöser für dieses Video, weil das ist tatsächlich ein Thema, das wir bisher nicht besprochen haben. Und darum soll es eben dann im heutigen Video gehen. Die Voraussetzung für dieses Video ist, dass zum einen die Inhalte aus dem Bereich Produktionsplanung und Steuerung bekannt sind. Und es gibt noch ein Video zum Thema Prozessintegration. Auch das sollte bekannt sein. Weil in dem Video Prozessintegration zeige ich, wie aus dem Kundenauftrag ein Bedarf entsteht. In dem Video Produktionsplanung und Steuerung zeige ich, wie aus einer Vertriebsplanung ein Bedarf entsteht. Und diese beiden Dinge werden jetzt zusammengebracht mit der Verrechnung. Zum Einstieg habe ich was vorbereitet, und zwar können wir uns die Materialdeckung für bestimmte Materialien anschauen. Ich habe die hier eingeschränkt auf die Fahrräder DXTR 3500, 2500 und 1500. Und insbesondere gucken wir uns das jetzt für dieses Fahrrad DXTR 2500 an. Was ich hier gemacht habe, ist eine Vertriebsplanung und dann im Anschluss die Übergabe an die Programmplanung und dann den MRP-Lauf durchgeführt. Das Ergebnis sieht man jetzt hier. Es gibt aktuell einen Bestand von 0 Stück von diesen Fahrrädern. Es gibt dann eine Vertriebsplanung für die Monate März, April, Mai und so weiter. Und da wird immer eine bestimmte Menge von diesem Fahrrad geplant abgesetzt. Ja, also im März sind das 135 Stück. Im April 126 Stück. Und durch die Materialbedarfsplanung ist dann ein entsprechender Planauftrag erzeugt worden, der den Bedarf deckt. Also das sieht man zum Beispiel hier ganz am Anfang in diesem Paket. Da gibt es die Vertriebsplanung über eine Menge von 135 Stück. Und durch die Materialbedarfsplanung wurde dann eben ein entsprechender Planauftrag erzeugt, der die gleiche Menge des Materials enthält. So, und was hat es jetzt mit der Verrechnung auf sich? Wenn wir jetzt annehmen, dass, nachdem wir unsere Produktionsplanung gemacht haben, wie wir das hier sehen, ein Kundenauftrag kommt, zum Beispiel mit dem Versanddatum 15. März, also der Kundenauftrag würde sich hier einordnen, dann enthält er ja auch eine bestimmte Menge, also auch einen Bedarf. Und was jetzt natürlich nicht passieren darf, ist, wenn ich hier einen Kundenauftrag habe, zum Beispiel über 50 Stück, dass diese 50 Stück dann zusätzlich zu diesen 135 aus der Vertriebsplanung produziert werden, ja? Weil ich habe ja eine Vertriebsplanung gemacht und die 50 Stück sind ja sozusagen Teil meiner Vertriebsplanung. Also müssen wir es schaffen, dass diese 50 Stück gegen diese Vorplanung verrechnet werden. Ja, und das ist genau das, was die Verrechnungssteuerung tut. Um das zu tun, dass diese Verrechnung stattfindet, müssen wir bestimmte Daten in den Stammdaten zum Material einstellen. Deshalb wechsle ich jetzt mal auf die App Produktstammdaten verwalten und wir schauen uns da das gleiche Material an. Und ich wechsle auch direkt in den Bearbeitungsmodus. Das Ganze befindet sich auf der Werksebene in den Dispositionsdaten. Und in den Dispositionsdaten gibt es hier die Dispositionsgruppe. Das war ein bisschen schnell, ich mache das nochmal langsamer. In den Dispositionsdaten, hier gibt es einen Bereich Dispositionsgruppe. Ich habe jetzt für das Video speziell drei neue Dispositionsgruppen angelegt. Das ist zum einen die ZR30, Rückwärtsverrechnung mit einem Zeitraum von 30 Tagen, die ZV30, Vorwärtsverrechnung mit einem Zeitraum von 30 Tagen und ZRV,
Rückwärts- und anschließende Vorwärtsverrechnung. Die werden wir uns jetzt gleich anschauen. Als erstes setze ich hier mal als Dispositionsgruppe die ZA30 Rückwärtsverrechnung mit einem Zeitraum von 30 Tagen und übernehme und speichere das Ganze. Das Pflegen der Verrechnungsparameter über die Dispositionsgruppe, das ist die Vorgehensweise, wie sie in S/4HANA gewählt werden sollte. In SAP-ERP-System geht das auch. Da gibt es aber auch die Möglichkeit, diese Parameter wie Verrechnung und Verrechnungshorizont direkt im Material zu pflegen. Um das in S/4HANA machen zu müssen, hätten wir diese Fiori-App etwas anpassen müssen. Deshalb habe ich einfach den Weg über die Dispositionsgruppe gewählt. Ja, das gibt mir auch die Möglichkeit, nochmal zu zeigen, wie das im Customizing aussieht. Ja, also das ist ja so ein Indirektionsschritt. Wir haben jetzt gerade die Dispositionsgruppe gepflegt. Ich zeige jetzt einmal, was sich hinter der Dispositionsgruppe für die Verrechnung verbirgt. Dazu bin ich jetzt auf dem Einführungsleitfaden gewechselt. Dort gibt es im Bereich Produktion, Produktionsplanung, Programmplanung, Planungsprimärbedarf. Hier den Verrechnungsmodus und Anpassungshorizont. Und wenn ich das öffne, dann sehen wir hier diese drei Dispositionsgruppen, die ich angelegt habe für dieses Video. Ich habe gerade die ZR30 ausgewählt in unser Material. Deshalb öffne ich die jetzt auch mal, dass wir uns die Details anschauen können. Und wir sehen hier, dass diese Dispositionsgruppe als Verrechnungsmodus ausschließlich Rückwärtsverrechnung hat. Das heißt, wir werden gleich sehen, Bedarfe werden ausschließlich rückwärts mit der Planung verrechnet. Und das Verrechnungsintervall ist 30 Tage. So, und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Wir schauen uns mal an, was diese Einstellung für einen Effekt hat. Bevor wir das machen, zur Erinnerung nochmal unsere aktuelle Planung. Die aktuelle Planung für das Material sieht wie folgt aus. Ja, es gibt eben eine Vertriebsplanung und entsprechend zugeordnete Planaufträge. Ich werde jetzt als nächstes einen Kundenauftrag anlegen, der sich hier einordnet. Über eine Menge, die geringer ist als die Menge, die wir in der Vertriebsplanung haben. So, und damit starten wir jetzt. Wir legen einen Terminauftrag an für einen der Kunden. Das Ganze nehmen wir Demo Verrechnung 1. Das Lieferdatum soll der 15.03. sein. Und wir müssen noch das Material, das DXTR 2500 verwenden und die Auftragsmenge nehmen wir mal 50. Ich habe diesen Auftrag gesichert. Die Nummer ist die 196. Und wenn wir jetzt zurückwechseln auf die App zur Materialdeckung, das würden wir auch in der Bedarfsbestandsliste sehen, aber ich finde diese App zur Materialdeckung ein bisschen schöner, deshalb verwende ich die hier. Und das Ganze aktualisieren. Sehen wir jetzt direkt, es gibt hier einen Kundenauftrag, das ist den wir gerade angelegt haben, über eine Menge von 50 Stück. Und die Menge aus der Vertriebsplanung, die waren zuvor 135 Stück, ist jetzt verringert worden auf 85. Also hier hat genau diese Verrechnung stattgefunden. Die Menge aus dem Kundenauftrag wurde mit der existierenden Vertriebsplanung verrechnet. Können wir uns auch noch grafisch darstellen, da sieht man das auch ganz schön. Ja, wir sehen jetzt eben hier, das ist der Planauftrag über eine Menge von 135 Stück. Es gibt jetzt hier einen Bedarf, das ist der orangene Balken, der aus der Vertriebsplanung kommt. Und es gibt dann hier einen Bedarf zum 11.03. Das sind genau die 50 Stück, die aus unserem Kundenauftrag kommen. Und daran erkennt man jetzt eben genau das, was hier passiert. Durch unsere Verrechnungssteuerung, Verrechnung
rückwärts wurde der Bedarf aus dem Kundenauftrag hier mit diesem Bedarf aus der Planung verrechnet. Was wir jetzt als nächstes tun, um auch mal zu sehen, was die Eigenschaft dieses Verrechnungshorizontes von 30 Tagen ist. Ich werde an dieser Stelle hier einen Kundenauftrag anlegen, dessen Auftragsmenge die Planung übersteigt. Hier haben wir 126, ich werde einfach mal einen Auftrag über 150 anlegen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also, wir brauchen einen neuen Terminauftrag. Das ist der gleiche Auftraggeber. Das wird in Zukunft unser bester Kunde sein, weil der eine Unmenge von unseren Fahrrädern hier bestellt. Das Ganze terminieren wir als Wunschlieferdatum auf den 15.04. Das Material ist das DXTR 2500 und eine große Auftragsmenge von 150 Stück. Und das Ganze können wir sichern. Ich wechsle wieder zurück auf unsere App Materialdeckung bearbeiten und aktualisiere das Ganze. Und jetzt sehen wir, was passiert ist. Wir haben hier den neuen Kundenauftrag. Die Nummer ist die 197 über die Menge von 150 Stück. Diese Menge wurde verrechnet mit der Vertriebsplanung. Die Vertriebsplanung ist verschwunden. Also dieses Dispositionselement VP-BET gibt es nicht mehr, weil ja, die Verrechnung dazu geführt hat, dass diese komplette Planung aufgebraucht ist. Allerdings sind hier jetzt noch eine Menge von 24 als Bedarf übrig geblieben. Ja. Dieser Bedarf wurde jetzt allerdings nicht mehr mit unserer Vertriebsplanung im März verrechnet, hier, ja, weil diese Planung eben mehr als 30 Tage in der Vergangenheit liegt. Deshalb findet in diesem Fall keine Verrechnung statt und es ergibt sich ein Bedarf, der jetzt eben durch eine Neuplanung befriedigt werden könnte. Wenn wir einen größeren Horizont gewählt hätten, zum Beispiel 60 Tage, dann wären diese 24 hier eben gegen die restlichen 50, die wir von hier haben, verrechnet worden. Also hier dran sieht man schön, was passiert mit dieser Verrechnungssteuerung, die definiert, in welche Richtung, in unserem Fall jetzt rückwärts, und in welchem Zeitraum Bedarfe aus Kundenaufträgen mit den Bedarfen aus der Vertriebsplanung verrechnet werden. Was ich jetzt mache, als nächsten Schritt, ich sage mal die ganzen Positionen ab von den Aufträgen, die wir gerade angelegt haben. Das führt dazu, dass unsere Planung wieder in ihrem ursprünglichen Zustand ist. Das kann ich auch einmal hier nochmal zeigen. Ja, also jetzt ist die Planung wieder wie zuvor. Alle Vertriebsplanungen sind da und die zugehörigen Planaufträge. Und wir ändern jetzt unser Material. In den Materialstammdaten, Produktstammdaten verwalten, für das DXTR 2500 ändern wir jetzt die Dispositionsgruppe. Und wie gehabt, müssen wir hier auf die Werksebene, wo bin ich, da, in die Dispositionssicht. Und ich werde jetzt statt Rückwärtsverrechnung Rückwärts- und Vorwärtsverrechnung in dem Zeitraum von 30 Tagen verwenden. Das Ganze übernehmen wir und sichern. Und um den Effekt davon zu sehen, machen wir jetzt eigentlich das Gleiche wie zuvor nochmal. Ja, wir legen Kundenaufträge an. Also, räumen wir hier ein bisschen auf. Durch ein Filtern auf Verrechnung, sodass wir nur die Aufträge sehen, die uns jetzt auch interessieren. Diese beiden haben wir als erledigt gekennzeichnet. Ich lege einen neuen Kundenauftrag an. Wieder für den Kunden, den wir die ganze Zeit schon verwendet haben. Das Ganze soll Demo Verrechnung 3 heißen. Lieferdatum ist der 15.04. Dann gehen wir ein bisschen weiter in die Zukunft. Material ist das DXTR 2500. Im ersten Schritt nehmen wir 50 Stück. Der Terminauftrag mit der Nummer 198 wurde angelegt.
Den Effekt sehen wir jetzt hier auch schon in der Materialdeckung. Ja, hier ist der Auftrag, den wir gerade angelegt haben, über eine Menge von 50 Stück. Und was wir jetzt tun werden, ja, ich werde zum gleichen Datum oder einen Tag später nochmal einen Auftrag anlegen, dessen Menge den Rest aus der Vertriebsplanung übersteigt. Dann nehmen wir mal 90, ja, dann 76 sind noch übrig. Das heißt, da gibt es wieder 14, die nicht zugeordnet werden. Und Sie erinnern sich, wir haben jetzt gerade eingestellt, rückwärts und anschließend Vorwärtsverrechnung. Können Sie sich ja mal überlegen, was jetzt wahrscheinlich passieren wird. Also, legen wir den neuen Terminauftrag an. Demo-Verrechnung 4 nennen wir den. Ich mache den später, das müsste dann der 16.04. sein. Das Material ist das DXTR 2500 und es soll eine Auftragsmenge von 90 Stück sein, nicht 900, 90. Das Ganze speichern wir und wir können uns jetzt nochmal die Materialdeckung ansehen. Ja, und jetzt sehen wir hier genau das, was eigentlich zu erwarten war. Wir haben unsere zwei Aufträge, den über 50 Stück und den über 90 Stück. In Summe übersteigen die Vertriebsplanung. Damit ist ja das Dispositionselement, das die Vertriebsplanung darstellt, nicht mehr zu sehen. Es wurde komplett verrechnet. Als Ergebnis bleibt aber noch ein Bedarf von 14 Stück. Und da wir zuerst Rückwärts- und dann Vorwärtsverrechnung eingestellt haben, wird dieser Bedarf jetzt gegen den Vertriebsplanung in der Zukunft, nämlich die vom 1.5. verrechnet. Ja, hier waren es initial mal 135 Stück, es sind jetzt 14 Stück abgezogen worden und es führt sozusagen in Summe jetzt dann zu diesem Planauftrag, zu dieser Produktion von 135 Stück. Ja. Also, wir sehen, diese 90 Stück sind in zwei Richtungen verrechnet worden. Zuerst 76 Stück hier in die Vergangenheit und die restlichen 14 dann hier in die Zukunft. Das Ganze stellen wir uns jetzt auch nochmal grafisch dar. Da sieht man das auch ganz schön. Ja, wir müssen ein bisschen scrollen. Wir befinden uns hier im April. Im April gibt es hier den Planauftrag aus der ursprünglichen Vertriebsplanung entstanden, über 126 Stück. Es gibt zwei Aufträge, erstmal die 50 und dann die 90, die dazu führen, dass es eine Unterdeckung oder einen Bedarf von 14 gibt. Und der Planauftrag, der vorher schon existiert hatte, deckt diesen Bedarf ab. Ja, und im Ergebnis haben wir dann den Rest von 121 Stück, der jetzt gegen zukünftige Kundenaufträge verrechnet werden könnte. Vielleicht machen wir das zum Beispiel auch noch einmal, um das zu zeigen. Ich mache jetzt noch einen Kundenauftrag. Und das ist die Demo-Verrechnung 5. Da gehen wir jetzt in den Mai, nicht in den März. Nehmen wir als Auftragsmenge 50 Stück wieder. Wir wechseln hier zurück auf die Listendarstellung, dann sieht man das besser. Aktualisieren, ja. Und jetzt sehen wir, dass der neue Kundenauftrag hier, ja, der hat jetzt wieder das getan, was wir eigentlich erwartet hätten. Erster Schritt, Rückwärtsverrechnung. Der hat jetzt 50 von den verbleibenden 121 Stück verbraucht, sozusagen, die sind dagegen verrechnet worden. Und das Ganze sehen wir natürlich auch in der grafischen Darstellung. Wenn wir nach hier gehen, ja, dann erkennen wir, das ist der verbleibende Bedarf aus der Vertriebsplanung und das ist der Kundenauftrag, den wir gerade angelegt haben. So, zurück in die Übersicht über die Bedarfe
und die zugehörigen Planaufträge, die dazu entstanden sind. Und das zeigt jetzt auch nochmal die Antwort auf die Frage, die gestellt wurde initial. Ja, man erkennt in der Bedarfsbestandsliste oder hier in der Materialdeckung bearbeiten nicht direkt, ob eine Vorwärts- oder eine Rückwärtsverrechnung oder beides stattgefunden hat. Man sieht das eben nur indirekt, indem man ja, sich entweder hier anguckt, was mit den verschiedenen Bedarfen passiert ist. Wenn man es genau wissen will, muss man sich eben im Materialstramm anschauen, die Dispositionsgruppe und das entsprechende Customizing dazu. Oder wenn man sich in einem SAP-ERP-System befindet, dann reicht es auch aus, nicht die Dispositionsgruppe, sondern gegebenenfalls sind da die Parameter auch direkt gepflegt. Das war's, was ich heute für dieses Video zeigen wollte. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ah, halt, noch was vergessen, ja? Wer Fragen hat, ja? Wenn ihr Fragen habt, stellt mir die gerne. Mache ich gerne ein Video dazu. Also das finde ich spannend, auf Fragen zu antworten, ja, wenn irgendwas unklar geblieben ist, wenn Interesse besteht, dass ich irgendwas vertiefer erkläre. Gern Fragen unter den Videos kommentieren. Vielleicht kann ich es entweder beantworten oder ich mache dann eben ein entsprechendes Video nochmal dazu. Das war es jetzt nun wirklich. Danke und bis zum nächsten Mal.